Hallo und herzlich willkommen. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, ja, auf welchem Kanal bin ich denn jetzt eigentlich richtig? Also dieses Video, das ist das erste Video, das sowohl auf meinem persönlichen Kanal als auf dem Jens Rabe Kanal als auch auf dem Optionsstrategien-Kanal kommt. Und das wird, ihr habt es schon gelesen, ein bisschen ein anderes Video als es sonst ist. Nämlich, es wird etwas ruhiger hier werden auf YouTube und deswegen, weil es so wichtig ist, um das euch einfach zu erklären, habe ich dieses Video jetzt gleich auf allen beiden Kanälen veröffentlicht. Also wenn ihr das jetzt, egal wo ihr es seht, auf dem anderen Kanal, ist genau das Gleiche. So. Warum wird es ein wenig ruhiger auf YouTube? Ne? Wir haben ja in den letzten Jahren viele, viele Videos gemacht, ein paar hundert Videos auf dem Optionsstrategien-Kanal. Ich glaube mittlerweile auch schon so um die 150 auf dem Jens Rabe-Kanal. Das wächst, das wird immer besser und macht natürlich auch riesen Spaß. Und deswegen ist es eigentlich auf der einen Seite ein bisschen traurig, aber es gibt einen guten Grund, warum es weniger wird. Und den will ich euch auch nicht vorenthalten, warum es hier weniger wird von Videos. Und der ein oder andere hat vielleicht auch schon gemerkt, Mensch, dass sich da so im Hintergrund ein bisschen was bei uns tut. Also wir haben jetzt dieses Jahr zum letzten Mal die Optionshandelswoche gemacht und ich habe gesagt, ja, okay, weil wir einfach auch andere Dinge machen wollen, ein bisschen mehr Zeit haben wollen und so. Aber ich muss zugeben, das war ein bisschen geflunkert, denn wir wissen natürlich ganz genau, was wir machen wollen und es wird auch nicht weniger, aber es gab einfach ein paar Vereinbarungen, die wir nicht veröffentlichen durften, zumindest bis heute. Also wir mussten extra warten, bis der März vorbei ist, damit wir das Ganze veröffentlichen können und deswegen gibt es da also heute die Wahrheit. So, um was geht's? Also, ihr wisst ja, dass sich das in den letzten Jahren bei uns hier relativ gut entwickelt hat, auch auf YouTube. Und ihr seht jetzt auch hier, wir haben eine ganze Menge Produkte. Und so wie ich es jetzt hier schon aufgebaut habe, hat das natürlich auch einen kleinen Grund. Nämlich, wir haben vor einiger Zeit, das war irgendwann sogar im, das war letztes Jahr noch, also 2016, saßen wir mal hier in der Firma zusammen und haben gesagt, Mensch, wie können wir denn das machen, um einfach auch das, was wir anbieten, bekannter zu machen und so weiter. Und irgendjemand kam dann auf die Idee, so quasi aus einer, ja, man sagt immer so eine Schnapslaune oder Bierlaune, ne? Kommen wir bewerben uns bei die Höhle der Löwen. Gesagt, getan, das haben wir dann gemacht, weil wir es einfach ganz witzig fanden und sind aber davon ausgegangen, naja, okay, das funktioniert sowieso nicht, ne? Weil was wollen die da mit uns, mit unserem Börsenzeugs da anfangen? Aber, und dann kam es, dann rief tatsächlich von der Produktionsfirma jemand an und hat gesagt, Mensch, das, was ihr macht, das finden wir ganz gut. Die haben uns dann eingeladen, wir sind also dann nach München gefahren, haben uns da mit den Redakteuren getroffen, also da triffst du noch keinen von diesen, von den Löwen, ne? Sondern haben uns da mit den Redakteuren getroffen. Und dann haben wir denen so vorgestellt, was wir alles so machen. Und die fanden das ziemlich gut, sodass wir dann tatsächlich einen Termin bei den Löwen bekommen haben. Und zwar noch nicht in der Fernsehsendung, sondern da gibt es ja vorher schon immer Gespräche. Ne? Das könnt ihr euch vorstellen. Sowas passiert natürlich nicht live im Fernsehen, sondern das wird alles im Vorfeld ein bisschen gemacht. Und wir haben uns dann mit denen getroffen. Und das war wirklich ein schönes Zusammentreffen. Und Tatsache ist es so, dass dann zwei der Löwen ziemlich auf das angesprungen sind, was wir machen, und gesagt haben, wir wollen was gemeinsam machen. Und man hat dann allerdings entschieden, gemeinsam mit uns, dass wir das eben nicht in dieser Höhle der Löwen Fernsehsendung machen wollen, sondern dass wir gleich einen direkten Weg gehen. Und deswegen wird es uns also demnächst doch wieder öfters geben, aber eben nicht mehr nur auf YouTube. Das werden wir ein bisschen runterfahren müssen, vielleicht ein, zwei Videos. Dafür wird es uns aber zweimal in der Woche im Fernsehen geben. Und zwar einmal wird es uns auf einem Verkaufskanal geben, wo wir also neue Produkte vorstellen werden. Wir haben da jetzt auch hier in den letzten Wochen, habt ihr vielleicht auch gemerkt, den ein oder anderen neuen Kollegen eingestellt, die mit uns das zusammenbringen, die neuen Produkte herstellen. Natürlich nochmal das, was wir machen, ein bisschen schicker noch gemacht, also noch besser als das, was wir jetzt immer schon hatten. Das heißt, das wird es zum einen geben, also so diese, ja, diese klassische Verkaufsshow, ne? Wo wir also dann wirklich tolle Angebote haben werden, wird es einmal die Woche geben. Sendetermin steht noch nicht genau fest, wird aber zu einer börsenfreundlichen Zeit sein, also irgendwann im Laufe des frühen Abends, irgendwann, ich glaube so ab 20 Uhr oder so, wird es das geben. Und dann, und da freue ich mich eigentlich besonders, wird es noch eine Art, ja,
Doku geben, und zwar auf einem Sender nur für Männer, auf D-Max. Da hängt nämlich einer der Löwen so ein bisschen mit drin und er hat das für uns organisiert. Und zwar wird es da noch mit zwei anderen, ich nenne es mal bekannteren Leuten hier aus der Trading-Szene, wird es also eine Doku geben, so ähnlich wie die drei vom Schrottplatz, ne? Die drei vom Schrottplatz, plus eben jetzt quasi die drei vom Trading. Und das heißt, bei uns zieht ab kommender Woche hier ein Kamerateam ein professionelles, und wird uns dann also wirklich über mehrere Monate begleiten, wird uns dann regelmäßig hier filmen, wird mit zu Events fahren, wird sich unser Coaching anschauen, wird unseren Handel sich anschauen. Wir handeln ja auch für institutionelles Jahr viel. Und das wird also dann die erste wirkliche, reelle Trader-Doku sein, die es im Fernsehen gibt. Also wie gesagt, auf D-Max geht. Sendetermin geht dann irgendwann im Juli, geht es dann los. Juli, wir sind noch so ein bisschen am Diskutieren, ob wir es wirklich Juli machen oder ob wir sagen, wir lassen noch den Sommer vorbeigehen, dass es dann vielleicht erst ab September losgeht, damit so die Sommerflaute weg ist. Aber das wird dann also alles gemacht, und das heißt, ihr werdet dann so richtig wie in einem Fernsehformat uns dann hier verfolgen können, auch mal ein bisschen mehr noch so die privaten Einblicke und was es da also auch so gibt. Wir haben gesagt, wir wollen das so ein bisschen haben wie die Custom Choppers. Kennt ihr das? Diese D-Max, das kam auch auf D-Max, das war so eine Fernsehserie aus den USA, wo es um diese Custom Bikes ging und Pimp mein Depot. Oder wir wissen noch nicht genau, also es gibt noch keinen genauen Titel, wie es heißen wird, aber wird es geben, wie gesagt, noch zwei andere Händlerkollegen dabei, bei denen das genauso ist, und das wird dann zusammengeschnitten, und das wird man dann immer sehen, wird einmal die Woche kommen, immer so 90 Minuten lang, wird bestimmt eine tolle Sache. Und weil das natürlich wahnsinnig viel Zeit kostet, haben wir ganz einfach schon im Vorfeld ein paar Dinge heruntergefahren, haben da schon ein bisschen weniger gemacht und haben da jetzt das quasi alles im Hintergrund schon vorbereitet und haben da viele, viele Dinge gemacht, damit das eben dann professionell an den Start gehen kann. Ja, und deswegen müssen wir irgendwo ein bisschen Abstriche machen. Wir machen in unserem Handel keine Abstriche, wir machen an unserer Ausbildung keine Abstriche, aber eben bei diesem doch hier etwas aufwendigeren YouTube machen wir dann etwas Abstriche. Wie gesagt, ich werde versuchen, noch so ein-, zweimal in der Woche ein Video auf beiden Kanälen zu bringen, also auf jeden vielleicht eins oder so, vielleicht auch ein bisschen Vlog, dass man auch mal so sieht, wie es so hinter den Kulissen von so einer Fernsehshow abgeht. Und ja, ich freue mich natürlich, und ihr seid jetzt heute die Ersten, die das erfahrt. Ihr müsst mal schauen, ihr könnt auch dann mal schauen auf die diversen Internetseiten der Fernsehsender, da wird es demnächst das bestimmt auch als Ankündigung geben. Wir hatten, wie gesagt, bis zum 31. März die Sperre, ab dann durften wir darüber reden, ich muss noch ein bisschen üben für die Fernsehshow, dass ich mich nicht immer so verspreche, ja? Aber ich denke, das wird schon. Und ja, deswegen, also wir sehen uns demnächst dann auf drei verschiedenen Kanälen, nämlich einmal hier bei YouTube, einmal auf diesem Verkaufssender und zum anderen auf D-Max. Wie gesagt, alles dann in ein paar Monaten geht es da los. Seid gespannt, und ich freue mich natürlich drauf, dass ich euch dann auch sehen kann. Und mal sehen, was sich da alles noch so ergibt, was wir da für neue Dinge werden machen können. Und ihr könnt euch auch auf viele Produkte freuen, die dann kommen, die wir da extra kreieren. Ihr seht, wir haben hier ja jetzt auch schon eine ganze Menge. Ich packe euch das schon mal so quasi in Vorbereitung, ne? Also wenn ich dann immer so dastehe hier. Na, also ganz so schlimm wird es nicht, sondern wir werden das auch immer ein bisschen erklären. Es ist ein Versuch. Es ist das erste Mal, dass man sowas ins Verkaufsfernsehen bringt. Und mal schauen, wie es funktioniert. Also wir sind gespannt. Und ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, was ihr davon haltet. Findet ihr das gut? Findet ihr das blöd? Ist das zu viel Kommerz? Oder sagt ihr, jawohl, das ist der richtige Weg? Schreibt mir das mal. Schreibt mir das hier unten in die Kommentare rein. Und dann sehen wir uns wieder. Demnächst erstmal nur weiterhin auf YouTube. Aber dann, wie gesagt, ein paar Monaten auch noch im TV. So, das war's für heute. Also, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Servus, macht's gut. Bye, bye.